أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Heute sprechen wir insha'Allah ta'ala über den Unterschied zwischen der Zakah und der Sadaqah, liebe Geschwister. Und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir dieses erstmal verstehen. Wir sollten erstmal eine Sache begreifen in unserer Religion. Möge Allah Azza wa Jalla mit uns barmherzig sein. Die Zakah ist nicht wie die Sadaqah. Und die Sadaqah ist nicht wie die Zakah. Das sollte erstmal jedem klar sein. Deswegen lernen wir unsere Religion. Denn wenn du zum Beispiel verpflichtet bist, deine Zakah zu entrichten, was haben wir gesagt? Ab welchem Wert ungefähr muss man die Zakah entrichten? Na? Ungefähr 1700 Euro. Habt ihr alle so viel Knete? Mashallah, ihr seid, stimmt alle, Alhamdulillah, wohlhabend. Deswegen müsst ihr vielleicht Zakat bezahlen. Passt auf. Vielleicht ist der eine oder hier oder der andere hier, der Zakat entrichten muss. Wenn dieses, zweite Bedingung, ein vollständiges Jahr gelegen hat. 1700 Euro beispielsweise haben ein Jahr bei dir gelegen, dann musst du darauf die Zakat bezahlen. Das nennt man Zakat. Frage: Kannst du jetzt sagen, ich gebe eine Sadaqa? Antwort: Nein. Weil die Sadaqa ist nicht wie die Zakat. Noch eine andere Sache: Du zahlst und gibst jemanden, du gibst jemandem 300 Euro. Das war eigentlich dein Wert für die Zakah. Aber du hast das als Sadaqa gegeben. Ein Bruder kam zu dir zum Beispiel, er hat dir gesagt, in Syrien, die brauchen Decken und die brauchen Klamotten und die brauchen Babynahrung und so weiter. Kannst du mir eine Sadaqa geben? Dann gibst du ihm eine Sadaqa, du gibst ihm zum Beispiel 300 Euro und dann überlegst du, du sagst, eigentlich habe ich die Zakah für dieses Jahr nicht bezahlt. Okay, dann waren die 300 Euro Zakah. Geht das? Geht das? Geht das? Warum nicht? Hä? Na? Die Absicht war eine andere. Die Absicht war eine andere. Das geht nicht. Weil du vor der Tat, was brauchst du? Die Nähe, die Absicht. Okay, dein Vater ist geizig. Er zahlt die Zakah nicht und er hat sehr viel Geld. Jetzt sagst du, ich zahle das für meinen Vater, weil er wird das sowieso nicht bezahlen. Gilt das? Warum nicht? Warum gilt das nicht? Weil er keine Absicht hat. Er hat keine Absicht gehabt. Schaut mal, wenn man ein paar Grundlagen lernt, dann versteht man. Aber viele Muslime denken, sie werden dick und hässlich, wenn sie lernen. Der denkt, der kriegt Pickel. Ich habe was gelernt, mein Gesicht verformt sich gerade. Du bist schöner und hübscher und besitzt noch mehr Nur, weil Allah dich recht leitet mit diesem Wissen. Und du kannst dieses Wissen anwenden. Darum geht es. Deswegen müssen wir lernen, was die Zakah ist und was die Sadaqa ist, liebe Geschwister. Natürlich, und das ist der erste Unterscheidungspunkt, wir haben gesagt, die Zakah ist für bestimmte Vermögensgruppen. Das bedeutet, du zahlst nur auf bestimmte Dinge die Zakah. Wie zum Beispiel, wer zählt mit mir auf? Auf was zahlt man Zakah? Auf? Nee, von welchem Vermögen? Welches Vermögen besitzt man, damit darauf Zakah bezahlt wird? Zum Beispiel Gold. Handel. Was Handel? Handel ist ja nee, vom Osten bis. Was ist Handel? Wenn man jetzt zum Beispiel ein Geschäft hat. Handelsgüter meinst du? Ja, Taib, ja. Handelsgüter. Einverstanden. Tfandalachi. Vieh. Auf Vieh. Sehr gut. Auf Silber. Auf Silber. Ha? Auf Geld. Okay. Du hast eine 1A-Leder-Couch zu Hause. Wildleder. Zahlst du da auf die Zakah? Antwort. Das muss man wissen. Das ist nicht auf alles.
sondern auf bestimmte Güter. Vieh, Gold, Silber, Pflanzen, das sind Vermögensgruppen, auf die man dieser Kerl bezahlt. Derjenige, der Schafe hat, derjenige, der Kamele besitzt, derjenige, der auch Schafe, Kamele, was noch? Kühe besitzt, sehr gut. Okay, der zahlt darauf dieser Kerl, weil wir darüber klare Überlieferungen in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben. Dann, liebe Geschwister, gilt das auch für die Sadaqa? Tayyip, ich möchte jetzt eine Sadaqa geben. Zum Beispiel Klamotten für Syrien. Geht oder geht nicht? Geht. Als Zakat würde das nicht angenommen werden. Aber als Sadaqa kannst du das nehmen. Muss ich 10 Hosen geben oder 5 Hosen? Oder 3 Hosen? Oder reicht auch eine Hose? Es gibt keine? Es gibt keine Begrenzung. Aber bei der Zakat gibt es Begrenzung. Das ist der erste Unterscheidungsmerkmal. Zweitens, liebe Geschwister, die Zakat haben wir gesagt, wenn sie ein Jahr erreicht und den Grundwert erreicht, das sind die beiden Bedingungen, dann ist die Zakat fällig. Die Sadaqa kannst du geben, unabhängig von diesen Bedingungen. Jetzt zum Beispiel, einer hat dir 10 Euro geschenkt. Diese 10 Euro sind nicht ein Jahr bei dir. Und sie haben nicht den Grundwert erreicht. Trotzdem kannst du diese 10 Euro als Sadaqa geben. Mafhum? Seid ihr alle mit mir? Ihr guckt mich an wie ein Auto. Das Thema ist Sadaqa und Zakat, liebe Geschwister. Dritte Sache, die Zakat kriegen nur bestimmte Gruppen. Eine Person, er ist sehr reich, Millionär. Kannst du ihm die Zakat geben? Nein. Warum nicht? Er braucht sie nicht, ist nicht bedürftig. Ist das der Beweis? Weil Allah ihn nicht im Koran erwähnt hat. Sehr gut, mashallah. Allah hat ihn nicht genannt. Unter denjenigen, die Zakat empfangen dürfen. Er ist reich, ja, richtig, aber Allah hat ihn nicht genannt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Zakat nicht für die Reichen und für die Starken ist. Okay, ich möchte jetzt aber einen Geizhals, der reich ist, eine Sadaqa geben, um sein Herz zu erweichen, damit dieser reiche Geizhals sieht, dass man immer freizügig ist. Kann ich das machen als Sadaqa? Antwort: Natürlich. Als Sadaqa geht das. Zakat nein, aber was will ich euch hiermit sagen? In der Religion dürfen wir nicht einfach eine Sache auf die andere übertragen. Nochmal: diejenigen, die sagen, die Absicht, die sollen das vor Allah Azza wa Jal am Tage der Auferstehung rechtfertigen, was sie gesagt haben, liebe Geschwister. Eine Person, er hat seine Zakat bezahlt. Er hat zum Beispiel 2 Millionen Euro. Und er hat darauf die Zakat bezahlt, die 2,5%. Dann gehst du zu ihm hin und sagst ihm, gib mir eine Sadaqa. Er sagt dir, nö. Du sagst ihm, gib mir eine Sadaqa. Er sagt, nein. Frage, hat er sich hier strafbar im Sinne des Gesetzes, des islamischen Gesetzes gemacht? Nein, weil er schon seine Zakat abgegeben hat. Er muss die Sadaqa nicht bezahlen. Die Sadaqa zu bezahlen ist freiwillig. Beliebt aber freiwillig. Frage, er hat 2 Millionen, er hat seine Zakat nicht bezahlt. Er sagt, ja, nö, ich zahle sie nicht. Wie leider viele Muslime ihre Zakat nicht bezahlen. Was ist in diesem Fall, wenn er die Zakat nicht bezahlt? Na, hier hat er sich strafbar gemacht, denn er wird dafür zur Rechenschaft abgezogen. Die Gelehrten, wenn sie über Al-Bakhil sprechen, sagt mal Al-Bakhil. Al-Bakhil, wer ist Al-Bakhil? Na, der Geizige, aber das gilt nicht im Absoluten. Die Gelehrten, wenn sie sagen, der Geizige, meinen sie bestimmte Leute. Das ist derjenige, dem Allah Azza wa Jal etwas gegeben hat und er erledigt nicht seine Pflichten, die ihm auferlegt wurde, mit diesem, womit Allah Azza wa Jal ihn gesegnet hat. Das ist der Geizige. Das ist der Geizige. Zum Beispiel,
Einer hat 2 Millionen, wie ich euch gesagt habe. Er hat seine Zakat bezahlt, er gibt seinen Kindern zu essen und zu trinken und seiner Frau. Und er kümmert sich um die Dinge, für die er verpflichtet ist. Okay? Der ist kein Geizhals, selbst wenn er das ganze Jahr keine Sadaqa gibt. Ist er geizig im Sinne unserer Religion? Nein. Wer ist geizig? Geizig ist derjenige, der etwas besitzt und mit diesem, was er besitzt, nicht seine Pflichten erfüllt. Ja, ich fürchte Allah, du kannst nicht zu einem Bruder, du gehst zu ihm und sagst ihm, gib mir Sadaqa, er sagt nein, gib mir Sadaqa, er sagt nein. Das ganze Jahr sagt er nein, du darfst nicht zu ihm sagen, du bist geizig, fürchte Allah. Ja, aber für mich kommt er so vor, ja, vielleicht sieht er in dir auch etwas, was du nicht magst. Passt auf, geizig ist nicht geizig. Man muss das immer definieren nach unserer Religion. Derjenige, der hat, aber er muss nicht geben, er kann geben und er gibt nicht, der ist nicht geizig. Aber jetzt einer, er hat, er zahlt nicht die Zakat, er kümmert sich nicht um seine Familie, der ist wahrlich geizig. Möge Allah Azza wa Jal unser Herz vom Geiz entfernen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, in einem gläubigen Herzen vereinen sich niemals zwei Dinge. Der Geiz, die Gier und der Glaube. Sie passen nicht in einem gläubigen Herzen zusammen. Möge Allah azza wa jalla unsere Herzen reinigen. Liebe Geschwister, du darfst die Sadaqa geben, an wen du willst. Du als Mann, für wen bist du verpflichtet? Wen musst du versorgen? Okay, aber ich meine deine Familie jetzt. Du bist verpflichtet, deine Frau zu versorgen, richtig? Bei. Du sagst, meine Frau ist sowieso eine Person, die gibt sehr viel Geld aus. Und das nächste, was ich ihr gebe, gebe ich ihr als Zakat. Warum? Dann habe ich das hinter mir. Darfst du die Zakat deiner Frau geben? Warum nicht? Weil du bist für sie verpflichtet. Du darfst niemandem deine Zakat geben, für den du verpflichtet bist. Aber du gibst ihr eine Sadaqa. Okay? Okay. Darf die Frau ihrem Mann Zakat geben? Ja? Na? Ja, weil sie nicht für ihn verpflichtet ist. Richtig, weil sie nicht für ihn verpflichtet ist. Kriegt ihr Angst vor eurem Wissen, Allahu Akbar. Natürlich, du darfst nicht denjenigen die Zakat geben, für die du verpflichtet bist. Aber andere, die nicht für sie verpflichtet sind, die können ihnen die Zakat geben. Aber du kannst deiner Frau zum Beispiel eine Sadaqa geben. Glaub mir, sie freut sich immer wieder gerne darüber. Es war nur ein Schubser in Richtung, tut was für eure Frau. Kauft ihnen auch schöne Geschenke, inshallah. Nein. Darfst du die Zakat an Kuffar oder Mushrikun geben? Antwort? Das ist Hitlergruß, ja? Nein. Antwort? Nein. Wir haben gesagt, es gibt eine Gruppe, bei denen die Gelehrten gesagt haben, um ihre Herzen zu erweichen. Aber das ist nicht die gesamte Zakat. Es geht nur um ihre Herzen. Aber Sadaqa darfst du auch an die Kuffar geben. Und du darfst auch Sadaqa von den Kuffar sammeln. Es gibt auch Kuffar, die zahlen was für Syrien, ja? Subhanallah al-Azim. Ich habe letztens gehört von einem Ehepaar. Wallahi, und deswegen sagen wir, liebe Geschwister, nicht alle Kuffar sind gleich. Es gibt welche unter ihnen, die bekämpfen uns. Und es gibt andere, die bekämpfen uns nicht. Hört mal, was ein Ehepaar gemacht hat. In Westdeutschland, Allahu a'lam, ob es Muslime gibt, die so etwas machen, was nicht heißt, dass der Islam schlecht ist. Nein, aber die Muslime handeln leider nicht nach dem Islam. Und deswegen haben wir diese Katastrophe. Ein Ehepaar, die keine Muslime sind, sie haben ein Haus in Westdeutschland. Sie sind in die zweite Etage gezogen und haben die erste Etage freigemacht, damit sie den Asylanten, die aus Syrien kommen, diese Städte zur Verfügung stellen. Und die kennen sie nicht. Noch nie
von ihnen gehört. Subhanallah, Wali. Deswegen aufpassen, wir sind immer gerecht. Ja, weil es gibt Leute, der sagt dir, Kafir, töte ihn! Töte ihn! Wie einer trägt eine Weste Kafir-Killer. Mashallah. Mashallah, Ali. Aber das sind die perfekten Leute, aber bei meinem Jobcenter, bitte, bitte, ja, da ist er ganz lieb, ja, zu Frau Wolf, sonst wolft sie ihn. Frau Wolf, bitte, geben Sie mir doch die erste Zahlung. Mashallah. Und wenn er rausgeht, ich habe Ranima gemacht. Also, Mashallah. Kriegsbeute ohne Krieg ist mir auch neu. Ja, manche machen Kriegsbeute ohne Krieg. Möge Allah Azzawajal uns bewahren. Auf jeden Fall. Mushrikun und Kuffar, du darfst ihnen keine Zakat geben. Aber Sadaqa, ja. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er berichtete uns in einer Überlieferung bei Bukhari, liebe Geschwister, dass man an drei Personen auch etwas geben kann. Ein Dieb kannst du eine Sadaqa geben. Allah, aber ein Dieb, ja. Damit er mit dem Geld, was er von dir bekommen hat, an diesem Tag nicht stirbt. Einer Prostituierten. Ja, aber bitte nicht falsch verstehen, ja? Nicht, dass du Audu willst. Jetzt wirst du sagen, also ich handle nach Sunna für Schallah. Du kannst einer Prostituierten sogar eine Sadaqa geben, damit sie für diesen Tag nicht das Schändliche begeht. Nicht das Schändliche begeht. Und einem Reichen, damit du ihm beibringst, dass derjenige, der etwas besitzt, auch von dem Besitz etwas abgeben sollte. Hadith! Schaut mal diese Religion, Subhanallah, wir versuchen immer nützlich zu sein für die Menschen. Der Prophet Muhammad sagte, die Besten unter euch sind diejenigen, die am nützlichsten für die Menschen sind. Für die Menschen sind. Ha? Und das sind ein paar Punkte, liebe Geschwister, die diese beiden Dinge unterscheiden. Und man sollte in der Tat diese beiden Dinge unterscheiden. Ansonsten wirst du Fehler machen. Sadaqa kann in vieler Art und Weise sein. Sadaqa muss nicht nur Geld sein. Dass du in das Gesicht deines Bruders lachst, ist Sadaqa. Lach mal heute in das Gesicht deines Bruders. A'udhu billah. Du musst mal gucken, wie er dich anschafft. Wallahi, du siehst welche draußen. Ich meine jetzt, wenn ihr einen Muslim draußen seht, sagt ihr Assalamu alaikum? Natürlich, weil das Sunnah ist, dass man grüßt. Du wirst auch belohnt dafür. Du sagst ihm Assalamu alaikum, der guckt dich so an. Ach, was habe ich dir getan? Wollte ich deine Niere haben? Wallahi, ich wollte weder deine Niere noch dein Herz noch irgendwas. Der guckt dich an, als ob du ihm mit dem Messer gedroht hast. Hat der Prophet uns nicht gesagt, dass wir den Salam verbreiten sollen? Hat er uns gesagt, Afshus Salama Bainakum, verbreitet den Friedensgruß untereinander. Das beweist eure Liebe zueinander. Und wenn eure Liebe zueinander bewiesen ist, dann ist das auch eine Bestätigung für euren Glauben. Und wenn euer Glaube bestätigt ist, dann geht ihr auch in das Paradies. Aber heutzutage, lächeln mal einen Muslim an. Sowieso auch, der sagt dir, was guckst du? Mein Bruder hat mir mal erzählt, der kam einmal in die Moschee herein und der wollte beten. Und da war einer, der betete. Aber der hat ihn die ganze Zeit angestarrt. Der gebetet hat, der starrt ihn an. Der Bruder wundert sich, warum starrt der mich an? Und der im Gebet sagt ihm, was guckst du? Ach, du, mitten im Gebet. Hat er was guckst du? Ich weiß nicht, was man bei manchen Leuten fehlen dir die Worte. Ja, fehlen dir die Worte. Was guckst du im Gebet? Was hat der denn gemacht, während er gestanden hat? Das ist die große Frage. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, das waren einige Unterscheidungsmerkmale. Ich werde es auch nicht zu lang machen. Inshallah, wenn es einige Fragen gibt, dann könnt ihr sie stellen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von der Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Na. Tfadal, sir. Ich wollte allgemein zu der Unterricht drei Fragen.
Nur kurz, und zwar bezüglich, wenn wir uns das Buch Al-Wajiz besorgen, reicht es oder sollten wir uns alle drei Bücher besorgen? Wenn wir uns das Buch Al-Wajiz besorgen, reicht das? Reicht für was? Um das ein bisschen zu verfolgen und die Hadithe. Ja, also Al-Wajiz, natürlich, ich nehme auch noch aus anderen Quellen, aber Al-Wajiz ist unsere Leitquelle. Also das Haupt sozusagen. Nein, das ist das Hauptbuch. Ja. Es gibt das im Übrigen, hat mir ein Bruder gesagt, Al-Wajiz auch mit Tashkil, ja? Ja, deswegen habe ich gefragt, weil ich mir das besorgen will. Okay, Alhamdulillah. Es gibt das, wie gesagt, mit Tashkil, ja? Na, Mufika Wakula. Tfadda. Zur Sadaka, zum Dieb oder Prostituierten oder auch generell diese Sadaka, ja, darf man die auch zu einem Kafir geben oder auch muss? Ja, was haben wir gesagt? Darf man die Sadaka auch einem Kafir geben? Was haben wir gesagt? Ja, ja, okay, ja, ja, darf man. Man darf das. Okay. Du darfst das auch einem Kafir geben, kein Problem. Und du darfst sogar von Kuffar Spenden entgegennehmen, wenn sie etwas Gutes für den Islam. Kein Problem. Kein Problem. Na? Aber ihre Spende natürlich wird bei Allah nicht angenommen. Aber trotzdem nimmst du das. Nein. Das ist nicht dein Problem. Tada. Mehr zahlt, sicher. Ist das schlimm oder? Wie ist das, wenn man mehr bezahlt als das, was man muss? Natürlich, um sicher zu gehen, wenn man auch etwas drüber bezahlt, so wird das als Sadaqa bei Allah Azzawajal angerechnet. Okay? Das heißt, man verliert nicht. Gibt es einen Handel, wo man mit Allah verliert? Antwort? Wallahi, nein. Tada. Die Aussage, dass die Frau für Meher einmal im Leben Zakat zahlen muss, ist das eine Überlieferung von Prophet oder war es eine Aussage von einem Sahabe? Die Aussage, dass eine Frau, die Gold besitzt, einmal darauf die Zakat bezahlt. Von wem? Das ist von Anas ibn Malik radiallahu anhu. Von Anas ibn Malik radiallahu anhu wa arda. Und hier gibt es Ikhtilaf der Gelehrten zu diesem Thema. Nein. Muss ich immer ab 1700 Euro für jedes Jahr 2,5 bezahlen oder kann ich auch ab 1000 oder 1500 oder muss ich immer 1700? Der Nisab muss erreicht sein. Deswegen, wir haben doch gelernt, zwei Bedingungen müssen erfüllt sein. Wenn sie nicht erfüllt sind, dann brauchst du auch die Zakat nicht zu bezahlen. Verstehst du? Die Bedingungen müssen erfüllt sein. Also muss 1700 sein. Theoretisch sage ich dir, du hast 10.000 Euro heute bekommen, okay? Dann liegen sie fast ein Jahr. Fünf Tage vorher, verschwindet das Geld. Die Bedingungen sind nicht erfüllt. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, sind sie erfüllt. Aber macht nicht wie diejenigen, ja, es gibt Leute, der hat zum Beispiel 50.000, 60.000 Euro und er weiß, er muss Zakat bezahlen. Kurz bevor der Zeitpunkt eintrifft, Geld investiert er. Er sagt, das Geld ist nicht mehr da. Subhanallah, schaut mal, die Leute, sie machen noch genau dasselbe wie wer vor ihnen gemacht hat. Die Juden. Bani Israel. Das sind die Tücken von Bani Israel. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. Und wisset, dass Allah weiß, was in euch ist. Deswegen sieht euch vor ihm vor. Passt auf, was ihr sagt und tut. Allah weiß darüber Bescheid. Na. Wenn jetzt dieser Nisab erreicht ist und wenn ich innerhalb dieses Jahres Geld von diesem Nisab abziehe, ja, und der Nisab bleibt erreicht am Ende des Jahres, bezahle ich dann von diesem Nisab dieser Cap oder darf ich davon nichts abziehen? Weißt du, was ich meine? Wenn der Nisab erreicht ist, ja, und es hat ein Jahr gelegen, ohne dass ich was abziehe, okay, ja, ja. Ah, okay. Dann zahlst du darauf die Zakat. Ach so, okay. Was du dann abziehen wirst, machst du danach entscheiden. Okay, warte. Na, wafikum barakallah. Wer hat noch eine Frage dazu? Alles gut, inshallah ta'ala? Tayyib, alhamdulillah. 18.30 Uhr am Mittwoch haben wir Unterricht in der Sahaba-Moschee. Seid ihr herzlichst eingeladen, inshallah ta'ala. Bala möchte euch was vorlesen. Wollt ihr ihm zuhören? Ja, ja. Das Tahi? Ja, das Tahi für das Bild. Tafaddal. Ja, Jamil. Ja, ayyuha an-nafir. Astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لا تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم فهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبت به وأسر الله عليه أوف بعضه وأعرض عنه فلما نبأت به وأظهر الله عليه خوف بعضه وأعرض عنه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني عليم حكيم عليم الحبيب وإذ أسر النبي إلى بعض إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك لعلى كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين وخانتاهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله الحمد لله möge Allah عز وجل sie zu Gelehrten machen. Amen. Amen. So, was willst du machen? Khutba? Heute ist es gar nicht mal. Mustafa, er ist erstmal der Khatib. Zu Hause zieht er sich Tuch an, dann geht er auf die Couch und fängt an. Liebe Geschwister, 10.000 Mal sagt er das. Was war eigentlich sein Thema, liebe Geschwister? Ja, guck mal. Alhamdulillah. Inshallah, nächstes Mal. Kannst du dich auch umdrehen und lesen, weil es schön ist. Schade, Inshallah. Barak Lafikum, Muzakum Nachyan. Dann sehen wir uns wieder am Mittwoch. Assalamu alaikum.